Frühlingstag über dem Parkstein in der Oberpfalz. Das Land, so wird berichtet, war durch seine Eisenvorkommen einst das Ruhrgebiet des Mittelalters, mit Handelsbeziehungen in die ganze damalige Welt. Vor allem im angrenzenden Böhmen waren die Metalle der Oberpfälzer gefragt, denn dort gab es kaum Eisen. Dafür hatten die Böhmen Glas, das sich im Westen gut verkaufen ließ. Und so entstand ein Geben und Nehmen, das fast ohne Unterbrechung Jahrhunderte währte, zum Wohle der Völker auf beiden Seiten. Doch dann Krieg, Hass, Vertreibung, Unterdrückung. Doch die Freiheit ließ sich nicht ewig unterdrücken. In gewaltigen Demonstrationen zeigten die Menschen, dass sie bereit waren zu kämpfen und sprengten den eisernen Vorhang, der sie umgab. Die alten Straßen waren wieder offen. Für eine bessere Zukunft auf beiden Seiten. Mittags 12 Uhr Hauptmarkt Nürnberg. Den Blick nach oben gerichtet zu Karl IV. Warten vor der Frauenkirche die Touristen auf das Erscheinen der Kurfürsten vor dem Kaiser. 1361 hatte der Böhme Karl, deutscher König und deutscher Kaiser luxemburgischer Abstammung, angeregt, eine mechanische Uhr zu bauen, die an seine goldene Bulle erinnern sollte, die erste deutsche Reichsverfassung. Nach ihr sollten ausschließlich die Kurfürsten den deutschen Kaiser wählen und danach den ersten Reichstag in Nürnberg abhalten. Karl, ein friedfertiger Mann, der den Handel kriegerischen Auseinandersetzungen vorzieht, hat eine besondere Zuneigung zu Nürnberg. Die Stadt ist das Hightech-Zentrum der Zeit, eine Ära des Reisens, Forschens, Erfindens. Überall werden Turmuhren gebaut, die einen neuen Zeittakt schlagen. Mühlengetriebene Übersetzungen und Mechaniken beginnen, Arbeitskraft zu ersetzen. Besonders gefragt sind Erfindungen aus Nürnberg, vor allem die der Eisenschmiede. Unter anderem wird hier das Drahtziehen entwickelt, eine Technik, die bahnbrechend ist. Die Rüstungsmacher, Plattner genannt, erfinden immer raffiniertere Angriffs- und Verteidigungswerkzeuge und sind auf Monate ausgebucht. Der Spruch „Nürnberger Tand geht in alle Land“ machte schon damals die Runde. Dem Erfindungsgeist ihrer Handwerker verdanken es die Händlerfamilien, die in einem Patrizierbuch des 16. Jahrhunderts aufgeführt sind, dass der Handel in Schwung kommt. Bald haben die Kaufleute internationale Beziehungen, handeln mit allem, was sich irgendwo verkaufen lässt. Gewürze etwa aus dem fernen Osten, Salz, Metallwaren, Waffen. Waren, die sie entweder in wasserdichten Tonnen transportieren oder in fest verschnürten Stoffballen. Barchent, der Jeansstoff des Mittelalters, ein Baumwollstoff, bringt Millionen Gewinne. Die Baumwolle lassen sie von Syrien herbeischaffen. Täglich kaufen sie Hunderte von Ochsen, die von Ungarn über Prag nach Westen getrieben werden. Zu besonderem Reichtum bringt es Konrad Groß. Er gilt bald als reichster Mann der Welt. Zugleich ein frommer Kaufmann hinterlässt er der Stadt Nürnberg zahlreiche Stiftungen. Unter anderem das Heilig-Geist-Spital, auch heute noch ein Altenheim. Groß wird bald zum Finanzier der Kaiser, zunächst Ludwigs des Bayern. Im Innenhof des Heilig-Geist-Spitals findet sich heute noch das Grab des Stifters. Geld und Macht ziehen sich an. Karl, der Böhmenkönig, der über die deutschen Lande herrscht, braucht Geld für seine Unternehmungen. Da die Kaiser jedoch zu dieser Zeit keine eigenen Steuereinkünfte haben, lebt er, wie seine Vorgänger, auf Pump.
Kein Wunder, dass es ihn immer wieder nach Nürnberg zieht, insgesamt 45 Mal. Hier findet er Kapital und das Know-how, das er braucht, um sein Stammland Böhmen wirtschaftlich und kulturell zu entwickeln. In kurzer Zeit gelingt es Ulrich Stromer, einem Nürnberger Kaufmann, sich als Karls Ratgeber und Finanzier zu etablieren. Stromer leiht dem Kaiser große Summen, um Gebiete zu erwerben, die nach Karls Plan Prag mit Nürnberg und Luxemburg verbinden sollten. Das Schlösschen Grünsberg bei Altdorf, Sitz der Familie Stromer von Reichenbach. Wolfgang von Stromer, Professor für Wirtschafts- und Technikgeschichte, ist ein Nachfahre von Ulrich Stromer, dem Kaiservertrauten. Die Summen, die die Stromers und andere Patrizier den Kaisern liehen, gingen nach heutigem Wert in die Hunderte von Millionen. Für unsere Begriffe muss man die Gulden mindestens mit für diese Zeit mit 500 bis 1000 in Mark mit der Kaufkraft nach multiplizieren, wobei manche Sachen sehr viel teurer waren als heute. Pferde zum Beispiel, Autos gab es nicht zu kaufen, Brot war billiger, Kartoffeln gab es noch nicht, sondern nur Hirse. Also überschlagsweise 500 Mark und das ging dann in die Beträge bis zu 100.000, 120.000 Gulden. Im Familienarchiv Stromers finden sich noch heute Belege über Geschäfte, die seine Vorfahren mit Karl IV. Machten. Urkunden über Rechte, etwa eine Mühle zu errichten oder bestimmte Grundstücke zu kaufen. Wer dem Kaiser Geld lieh, der ging ein hohes Risiko ein. Denn die Summen, die die Patrizier dem Kaiser ausbezahlten, wurden von dessen Kanzlei zwar besiegelt und quittiert, doch zurückbezahlt wurden sie meistens nicht, sondern er gab Schuldscheine, die zum Teil noch in den Familienarchiven modern. Aber im Regel war die Gegenleistung Insiderinformationen ganz wichtig, wo als wenn Sie heute irgendeiner regierenden Partei, rot oder grün oder schwarz, angehören und sitzen im Stadtrat, dann wissen Sie die Planung voraus und können die günstigen Grundstücke voraus erwerben. Auch Ulrich Stromer und seine Patrizierkollegen hatten es auf Grundstücke abgesehen. Vor Jahren hatten sie den Juden erlaubt, ihre Häuser auf sumpfigem Gebiet an der Pegnitz zu bauen, um dort Geldgeschäfte zu betreiben. Doch die Stadt war gewachsen. Jetzt standen ihre Anwesen in bester Stadtlage mit den höchsten Grundstückspreisen. Stromer nutzte seine guten Kontakte. Er bat den Kaiser um Straffreiheit für ein Judenpogrom, um an deren Häuser zu kommen. Karl, sonst menschenfreundlich, gab Brief und Siegel, denn er brauchte Geld. Am 5. Dezember 1349 trieben die Nürnberger die Juden aus ihren Häusern und verbrannten sie vor den Toren der Stadt. 562 von ihnen kamen ums Leben. Die Häuser ließen die Patrizier abreißen, an ihre Stelle errichteten sie einen Umschlagplatz für ihre Waren, den heutigen Hauptmarkt. Auf den Mauern der Synagoge bauten sie die Kirche zu unserer lieben Frau. Auf ihrer Empore wohnte der Kaiser gelegentlich den Gottesdiensten bei. Im Altarraum eine Statue des heiligen Wenzels, mit dem sich Karl identifizierte. Auch die Wappen der Stromers finden sich hier. Gleich links neben der Kirche ließen sich die Stromers ein Handelshaus errichten, Hauptsitz des europaweiten Unternehmens. Es stand bis 1945 im Wesentlichen unverändert. Ein Handelsplatz ist der Hauptmarkt bis heute geblieben, wenn auch nur mehr für Brot, Gemüse und Obst. Auf der anderen Seite des Marktes errichteten die Patrizier später, unter anderem mit stromerschem Geld, einen goldenen Brunnen. Von Karl selbst kam die Idee. Hier setzten die Nürnberger ihrem Idol mit einer Statue ein Andenken. Vom goldenen Brunnen aus machten sich die Fuhrwerke auf den Weg ins 280 Kilometer entfernte Prag. 10 bis 11 Tage dauerte die Reise.
Vorbei am Nürnberger Rathaus führte die Route nach Osten durchs Laufertor und folgte der Strecke entlang der heutigen Bundesstraße B14, die in Nürnberg die Sulzbacher Straße heißt. Nach kaum einer Stunde Weg passierten die Pferdegespanne St. Jobst, ein Kirchlein am Wegesrand, damals der Siechenkobel, in den die Aussätzigen gesperrt wurden. Karls Königreich, durch Heirat und Kauf erweitert, reichte bis vor die Tore der Stadt. Ein Grenzstein bei Mögeldorf erinnert an dieses Neuböhmen genannte Land. Noch heute folgt die B14 der Trasse durch den Nürnberger Reichswald. Deutschlands erster von einem Peter Stromer angelegten Forstwirtschaft. An einigen Stellen finden sich direkt an der Bundesstraße noch alte Wegkreuze. Beweis, dass hier einst eine Altstraße entlang führte. Die Gewerbe und Berufe, die nicht so viel in die Kasse brachten oder die auch mit größerer Anstrengung überlässt man gern den Fuhrunternehmen. Es gab Orte, die ganz spezialisiert waren. Landshut war eine Stadt, die hauptsächlich Fuhrunternehmen machten. Weit durch ganz Europa. Einen ganzen Tag dauert die Fahrt ins 20 Kilometer entfernte Lauf. Ein befestigter Ort mit vielen Übernachtungsgelegenheiten. 1353 kauft Karl den Wittelsbachern den Markt ab und erhebt ihn zur Stadt, was mit der Erlaubnis verbunden war, eine Mauer zu bauen. Denn ein Übernachtungsort muss gesichert sein gegen Feinde und Überfälle. Auf einer Insel in der Pegnitz beginnt er 3 Jahre später mit dem Bau einer Burg. Ein Repräsentations- und Schutzgebäude für ihn und sein Gefolge auf dem Weg von Prag nach Nürnberg. Gewidmet und benannt nach dem Schutzheiligen Böhmens, Wenzel. Der Saal, in dem Karl Abordnungen empfängt und Staatsgeschäfte tätigt, hat sich bis heute unverändert erhalten. An den Wänden die Wappen von Städten und Landstrichen, die zu seinem Staatsgebiet gehören, dazu die Abzeichen der wichtigsten Familien seiner Umgebung. Als Deckenabschluss ein Stein mit dem zweischwänzigen Löwen, das Wappentier Böhmens. Nur bei besonderen Gelegenheiten ist das Schloss heute noch zugänglich. In seinem Innern sind Räume der Nürnberger Kunstakademie untergebracht. Studenten üben hier das Zeichnen und Malen. Der Kaiser stattete Lauf mit vielen Privilegien aus. Ewald Glückert, Stadtarchivar, hat für eine Ausstellung über die Goldene Straße viele Fakten zusammengetragen. Die Straße brachte Lauf regen Aufschwung, mussten die Händler doch ihre Waren zum Verkauf auslegen und dafür Pflaster und Handelszoll entrichten. Auch erhielt Lauf das Recht, aus Silber Münzen zu schlagen. 4 solcher Laufer Karlspfennige hat die Stadt bei Auktionen zurückerworben. Sie waren kaum größer als ein Pfennigstück. In der sogenannten Fürstenherberge am Marktplatz übernachtete auch Johannes Huss auf seinem Weg nach Konstanz zum Konzil, wo man ihn verbrannte. Der einfache Fuhrmann hatte es weniger bequem. Wenn wir zeitgenössische Literatur, etwa Boccaccio, wo ja sehr viele einfache Leute berichten, wie sie da und da hinkommen in die Herberge. Das Lager bestand entweder nur auf aufgeschüttetem Stroh oder wenn es was Besseres juckt, dann schön. Wenn es was besser ist, es ist ein Rupfensack, der voll Stroh gestopft ist. Vielleicht hatte man ein kleines Kopfkissen dabei, sonst war auch das Kopfkissen nicht viel besser. Natürlich, er musste in einem geschlossenen Raum sein, damit er nicht erfror oder damit er nicht völlig durchnässt wurde. Durch das obere Tor verließen die Fuhrwerke am nächsten Tag die Stadt. An diesem Häuschen mussten sie in späteren Jahrhunderten ihre Abgaben entrichten. Durch diese Luke, hinter der die Zöllner saßen.
12 Kilometer weiter liegt Hersbruck. Die Stadt war zu Karls Zeiten noch ohne Mauern und die Straße führte am Ort vorbei. Zwar hatten die Hersbrucker bereits das Marktrecht, doch fehlten ihnen die Einnahmen aus dem Pflasterzoll. Karl beginnt mit dem Bau eines Befestigungsrings, in den die Hersbrucker die Straße einbeziehen. Damit erschließen sie sich eine wichtige Geldquelle. Noch heute heißt diese Ost-West-Verbindung durch die Stadt die Prager Gasse. Bald ist sie wichtiger Handelsweg für Hopfen, der neuerdings um Hersbruck angebaut wird. Die Dachgauben an den Häusern deuten darauf hin, dass hier einst Hopfenhändler wohnten. Die Wirkung der Pflanze, das Bier haltbar zu machen, ist eine Entdeckung aus der Zeit Karls. Die Hersbrucker lieferten vor allem nach Böhmen, wo der Hopfen gut bezahlt wurde und mehr Gewinn brachte als hierzulande. Hinter Hersbruck wird die Landschaft gebirgig. Die Fuhrleute mussten durch das Pegnitztal fahren, was mit allerlei Gefahren verbunden war. Denn auf dem Lichtenstein saßen zeitweilig Raubritter. Reste der Burg sind noch erhalten. Von hier aus konnten die Räuber das Tal gut überblicken. Dennoch war für die Kaufleute das Risiko berechenbar, denn die Gefahr, ausgeraubt zu werden, war sicher nicht schlimmer als die Bankräuber heute. Und zwar deswegen, weil die Raubritter ja einer Standesgesellschaft, den Rittern, den Landadeligen angehörten. Die Landadeligen waren aber doch zum großen Teil in Anführungszeichen ehrbare Leute, die Gangster auch nicht so liebten. Sie verdienten nämlich ihr Geld auf andere Weise, zum Teil als Begleiter dieser Kaufmannstransporte, während die üblichen Raubritter von ihrer eigenen Gesellschaft ausgemerzt wurden. Das ist gewaltig überschätzt. Hatten die Transporte die Hersbrucker Schweiz passiert, dann standen sie nach einer Tagesreise vor den Toren der Hauptstadt Neuböhmens, Sulzbach. Schon damals Stadt und Sitz der Grafen zu Sulzbach. An der Stadtkirche erinnert noch heute das Standbild Wenzels an die Zugehörigkeit zu Böhmen. Der Kaiser übernachtete häufig in der Stadt und verlieh der Gemeinde zahlreiche Privilegien. So durften die Sulzbacher Bürger überall in der Umgebung Bergwerke anlegen, denn überall gab es hier Eisenerz. Reste dieser kleinen Bergwerke sind noch heute zu finden. Trichtergruben heißen solche zugeschütteten Röhren, aus denen die Bergleute das eisenhaltige Gestein holten, das sie an Ort und Stelle verkochten. Im Bergbaumuseum Theuern finden sich solche Schieneisen genannte Rohlinge. Sie waren die Transporteinheit, die an die Hammermühlen in der Umgebung und darüber hinaus verkauft wurden. Noch heute gibt es viele Hammermühlenschlösser in der Region. Ihre verfallenden Bauten lassen aber noch auf den Reichtum schließen, den sie ihren Besitzern einst brachten. Auch der prachtvolle Bau des Sulzbacher Rathauses zeugt von der Bedeutung des Eisenerzes für die Stadt. Erst in jüngster Zeit ist der Eisenabbau in Sulzbach zu Ende gegangen. Die Maxhütte verarbeitet nur mehr Erze aus dem Ausland. Wenn die Fuhrwerke im Mittelalter über Land zogen, so nutzten sie Wege, die unbefestigt waren. Gefahren wurde querfeldein, wenn es ging auf Höhenzügen, denn dort war es am ehesten trocken. Erst durch die Wagenspuren entstanden Straßen. Hirschau, zu Zeiten Karls ein Markt, trägt an einem Haus heute noch das Wappen des doppelschwänzigen Löwen. In der Gastwirtschaft Weich, nicht weit entfernt, treffen sich hin und wieder die beiden Heimatforscher Matthias Konrad und Franz Flammersberger, passionierte Altstraßenforscher, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den genauen Verlauf der Goldenen Straße zu erforschen. Und da oben haben wir dann auch die schönsten Hohlwege drinnen, die sind also bis zu 4-5 Meter tief und geben eigentlich ein gutes Bild von einer Altstraße. Die Altstraßen haben verschiedene Merkmale oder Charakteristika. Da ist also eines, dass die Altstraßen immer in einer gewissen parallelen Häufung oder Reihung vorkommen. Das heißt, dass
Hohlwege ausgebildet werden, weil im Laufe der Zeit die ursprünglich benutzte Trasse nicht mehr befahrbar oder begehbar war. Und dann hat man einfach daneben wieder eine neue Trasse angelegt. Das war damals, wo sie auf den Grund und Boden nicht so ankam, im Mittelalter und in der früheren Zeit ja gar nicht so schwierig. Und so entstanden in der Folgezeit nebeneinander parallel Hohlwege, die heute das Charakteristikum in der Landschaft bilden. An denen erkennt man die Altstraße am ehesten. Hinter Hirschau an der heutigen Staatsstraße 2238 ziehen sich solche Hohlwege den Hang hinauf. Und das gleich in 30 nebeneinander liegenden Furchen. Flammersberger und Konrad sind sicher, das ist sie, die goldene Straße von Nürnberg nach Prag. An dieser Stelle sind die Eintiefungen der Hohlwege deshalb so ausgeprägt, weil hier ein Steilanstieg ist. Je nach den Untergrundverhältnissen tiefen sich an solchen Steilanstiegen die Hohlwege besonders tief ein. Sie werden ja verursacht durch die Tritte der Tiere, aber auch durch die Tritte durch die Spuren der Wägen, die hier mit Eisenreifen versehen waren. Im oberen Bereich, den wir hier sehen, tritt eine Verebnung ein und die Hohlwege werden sofort geringer. Und während man hier eine Hohlwegtiefe von etwa durchschnittlich 3 Meter bis 4 Meter ansetzen kann, laufen die Hohlwege im oberen Bereich etwa auf 1 Meter Tiefe aus. Von Hirschau aus macht die Straße einen Knick nach Nordosten. Karl hatte verfügt, das Gebiet der Landgrafen von Leuchtenberg zu meiden, denn mit ihnen lag der Böhmenkönig in Fehde. Die kürzere Route zu benutzen war bei Strafe verboten. Weiden, die Stadt an der Naab, war ein verschlafenes Nest mit wenigen Einwohnern. Jetzt plötzlich kamen die Handelszüge hierher und mancher Weidener Bürger wurde reich, trotz manchmal niedrigem Reingewinn. Die Gewinnmagen und die Handelsspannen werden meistens verwechselt. Die Handelsspannen sind sehr hoch, bis zu 50% vom Einkauf der Ware zum Verkauf. Aber davon gehen eben diese ganzen Transportkosten, die Zölle und Mauten ab, die Transportschäden angesichts dessen, dass es ja wetterfeste Umhüllungen entweder nicht gab oder sie waren, glaube ich, verzinkte Tonnen, die ja noch sehr viel Eigengewicht verbrauchten, keine Kugellager in den Achsen, sondern einfach eine Metallachse, auf deren Rad aufgeschoben war, wenn man Glück hatte, mit der metallenen Narbe, die sich nach einiger Zeit natürlich durchsetzte. Ich glaube, dass die durchschnittliche Gewinnmarge an Reingewinn keine 10% erreichte. Genug jedoch, um reich zu werden, denn die Bestellungen umfassten gelegentlich Mengen wie 10.000 Messer oder 120.000 Ballen Barchent. Ein Brief im Weidener Stadtarchiv aus dem 16. Jahrhundert nennt die Route die Güldenstraßen. Nur wenige Stunden Fahrt, 8 Kilometer weiter nördlich, liegt Neustadt, ein typischer Straßenort, der wie Weiden überwiegend von der Straße lebte. Heute sind vor allem die Neustädter Glashütten bekannt. Die Kunst des Glasblasens kam aus Böhmen hierher. Im Neustädter Heimatmuseum gibt es ein Stück aus Karls persönlichem Besitz. Einen linken Handschuh, den er bei einem seiner Besuche hinterließ. Man weiß gar nicht, ob er ihn je getragen hat, denn es war üblich, dass bei Schenkungen die hohen Herren einen Handschuh als Faustpfand hinterlassen haben. Es war meistens ein linker Handschuh und es ist bekannt, dass davon deren mehrere mit dem Zug geführt worden sind. Der Handschuh war Faustpfand für ein Recht, das er 146 Neustädter Anwesen gewährte und das noch heute ausgeübt wird. Einmal im Jahr versammeln sich die Rechtler, um über die Besitztümer zu sprechen, die sie aus Karls Hand erhielten. Es geht um 250 Hektar Wald, die Karl den Neustädtern zur Nutzung überließ, denn sie waren durch Kriege in den Jahren zuvor verarmt und hatten bittere Not. Auf einem Ehrenplatz hängt jedes Mal eine Kopie der Urkunde, mit der Karl die Schenkung bestätigte. Deshalb müssen wir ein bisschen auf Sparflamme kommen. Das Recht, den Wald zu nutzen, kann nicht veräußert werden. Es ist fest mit den Anwesen, auf denen es ruht, verbunden.
Bäume fällen dürfen jedoch die Rechtler heute aus Sicherheitsgründen nicht mehr selbst. Das besorgen ausgebildete Kräfte des Neustädter Maschinenrings. Achtung, Baum fällt! Die Erträge aus dem Korporationswald, wie die Stiftung heißt, sind gering. Doch sind die Rechtler ihren Kaiser noch heute dankbar. Am Rande des Waldstücks haben sie ihm ein Denkmal gesetzt. Und einmal im Jahr liest der Stadtpfarrer dem Kaiser eine heilige Messe. Weiter nördlich am Rastenhof ein altes Stück Weg mit Marteln und Feldkreuzen, wie sie bei Altstraßen oft am Wegesrand zu finden sind. Ein Höhenweg, von dem die Schulkinder lernen, dass er Stück einer alten Straße, vielleicht der Goldenen Straße, war. Rainer Christoph, Altenstädter Grundschulrektor, hat in einem Rundschreiben alle Schulen an der Wegstrecke der Goldenen Straße aufgefordert, an einer Dokumentation mitzuarbeiten, um Schulfreundschaften zu gründen und das Verständnis für die tschechischen Nachbarn zu fördern. Hat dieses Material aufgestellt. Wir machen das, damit die Ressentiments zwischen unseren beiden Nachbarländern, Deutschland und Tschechien, abgebaut werden. Diese Straße bietet uns wirklich eine absolute Chance. Kaiser Karl IV. War derjenige, der uns Beispiel sein kann. Sein friedsamer Gedanke, Dinge nicht durch Konflikte zu lösen, soll uns ein Beispiel dafür sein. Alte Baumriesen sind wie Marteln oft ein Zeichen für Reste von alten Straßen. Der Weg hier führt vorbei weiter nach Norden, nach Bernau, der letzten Station auf neuböhmischem Gebiet. Der Ort ist bereits Stadt, als Karl das Gebiet erwirbt. Er bestimmt, dass sich in 4 Kilometern Umkreis kein Handwerker niederlassen darf, damit die heimische Wirtschaft vor Konkurrenz geschützt ist. Bärentreiber, Wagenrad, Geld. Die Symbole für die Straße nach Osten sind auch im Bernauer Stadtbrunnen wiederzufinden. Am Ortseingang ein letztes Stück Hohlweg. Jahrhundertelang rumpelten hier die Fuhrwerke an den Felsenkellern vorbei auf ihrem Weg nach Böhmen. Zu Deutsch Tachau, ist die erste Stadt auf altböhmischem Gebiet. Hier stehen die Befestigungsmauern seit dem 14. Jahrhundert unverändert. Karl ließ sie anlegen, um die Goldene Straße zu schützen. 1427 schlugen hier die Anhänger des ermordeten Jan Hus das deutsche Kreuzritterheer in die Flucht. Bis heute ist Tachau Marktort. Eine Tagesreise weiter kamen die Fuhrwerke an diesem Rundturm vorbei. Er gehört zum gotischen Schloss Haid, tschechisch Bor. Das Schloss steht heute leer und wartet auf die Renovierung. Auf einer Anhöhe zeigt sich dann die alte Bergbausiedlung Mies, tschechisch Stříbro. Stříbro heißt Silber. Wie eh und je legen die Händler auch heute noch auf dem Markt ihre Waren aus. In Böhmen herrschte Ende des 13. Jahrhunderts eine regelrechte Einwanderungswelle. Deutsche Bergbaufachleute erschließen die Silbervorkommen, Geldspezialisten aus Venedig führen neue Münzen ein. Überall gelten bald die sogenannten Großen Prager als Symbol für eine stabile Währung. Von dem Wort die Großen leitet sich später das Wort Groschen ab. Die Bergwerke, bis in die 70er Jahre in Betrieb, sind heute geschlossen. Unrentabel, die Vorkommen weitgehend erschöpft. Zwischen Mies und dem Nachbarort Klattrau gab es jahrzehntelang eine Auseinandersetzung um die Route der Handelsstraße. Klattrau hatte sich um ein altes Benediktinerkloster gebildet, heute eine der schönsten Anlagen Böhmens. Die Mieser Bürger konnten schließlich den Streit für sich entscheiden, denn sie hatten einen entscheidenden Vorteil, ihr Silber. Thank you.
Auf der heutigen Strecke der Europastraße 50 führte die Goldene Straße schließlich nach Pilsen. Heute eine boomende Industriestadt mit 175.000 Einwohnern. Auf einem Berg ließ Karl hier die Burgfeste Radine bauen, um die Straße zu schützen. Die Route von Nürnberg mündete in den Marktplatz der Stadt, heute umgeben von reich geschmückten Häuserfassaden. Im Mittelalter galt dieser Umschlagplatz mit knapp 27.000 Quadratmetern als einer der größten Europas. Und das war auch nötig, denn hier liefen drei Handelswege zusammen, der von Nürnberg, Regensburg und Dresden. Bereits 1307 wird in Pilsen Bier gebraut. Das Pilsener Wasser soll sich besonders gut dafür eignen. Gleich hinter der Stadt bei Mytho finden sich Reste von alten Wegen, die zu der Handelsstraße gehört haben könnten. Unberührt stehen die alten Alleen, die einst als Schattenspender angelegt worden waren für Mensch und Zugtier in heißen Sommern. Schließlich dann Karlstein, die Heimatburg Karls, die er bauen ließ, um seine Reliquiensammlung und die Reichskleinodien aufzubewahren. Seit der Öffnung der Grenzen ist Karlstein wieder ein internationaler Anziehungspunkt für die Touristen aus der ganzen Welt. Eine Bestimmung, die Karl ursprünglich im Sinne hatte, denn die Burg sollte ein Wallfahrtsort sein. Aufstieg zu einem entfernten Gipfel, den es zu erreichen gilt. Ähnlich wie in Jerusalem, wo die Pilger den Tempelberg ersteigen. Heute ist Jaromir Kubu Herr der Festung. Mit zusammen 80 Mitarbeitern hat er sich um den Erhalt von Karls Wohnburg zu kümmern. Mit Handy und Computer managt er die vielfältigen Aufgaben, die die Touristenströme mit sich bringen. Im Jahr gilt es, 350.000 von ihnen durch die Wohn- und Repräsentationsräume des Kaisers zu schleusen, Führungen in allen Sprachen zu organisieren. Karl IV. Erklärt, er lag so viel am Bau der Burg, dass er die Pläne mitgestaltete und auch die Bauarbeiten persönlich überwachte. Dem Kaiser schwebte eine feste Bindung Böhmens an das westliche Europa vor, denn Karl war am französischen Hof erzogen und seine Familie stammte ursprünglich aus Luxemburg. Zentrale Verbindung hierfür war die Straße von Prag nach Nürnberg, die er 20 Jahre lang ausbauen und befestigen ließ. Der Audienzsaal ist bis heute fast unverändert. Die hellen Partien der Wandtäfelung sind noch original.
In einer Wandnische von Karls Schlafgemach ein kleiner Altar, der zur Einrichtung des Karlstein gehörte. Der Raum war beheizbar, als einer der wenigen auf der Burg. In der Marienkirche an der Rückwand drei porträtierende Abbildungen des Königs. Aus der Hand des Grafen Gonzaga von Mantua erhält der Reliquiensammler Karl ein Geschenk, eine Reliquie Christi. Und auch der französische König Karl V. Schenkt ihm eine Reliquie, eine Szene, die sich in Metz abgespielt haben soll. Anschließend legt Karl die Geschenke in ein goldenes Reliquienkreuz. Die Privatkapelle des Kaisers, nur wenige Quadratmeter groß. Hierher zog sich Karl zurück, um oft stundenlang zu meditieren. Unter der Decke, über dem Eingang, ein Porträt Karls, das ihn zusammen mit seiner dritten Frau Anna von Schweidnitz zeigt. Karl war viermal verheiratet, seine Frauen verstarben früh, doch jede neue Verbindung brachte ihm neue Ländereien ein. So kam ein Teil der Oberpfalz zu Neuböhmen. Die goldene Kapelle im großen Turm der Burg ließ Karl für seine Reliquienschätze errichten. Die Wände sind reich geschmückt mit Gemälden. Dieser Teil der Burg ist auf Jahre geschlossen, wird aufwendig renoviert. In diesem Schrein bewahrte Karl die Reichskleinodien auf, wo sie lagerten, bis sie sein Sohn Wenzel aus Angst vor den Hussiten nach Nürnberg bringen ließ. Den Transport übernahm die Firma Stromer, die zur Tarnung die Kronjuwelen unter einer Ladung Fische in die Reichsstadt schaffte. Die Burgfeste mit der Brücke, die Karl bauen ließ, um der Goldenen Straße einen Weg über die Moldau in die Neustadt zu schaffen. Heute, da die Touristen die Burg umlagern, vollzieht sich wieder eine Entwicklung, die Karl für seine Zeit angestrebt und gefördert hat. Die Öffnung seines Königsreiches für alle Völker aus allen Richtungen. Hier am Neustädter Brückenturm steht das Denkmal für einen König, der als einer der ersten Europäer bezeichnet werden kann. Mit seinen Urkunden hat er viel Gutes getan für sein Land, was ihm die Tschechen bis heute nicht vergessen haben. So gründete er 1348 die Prager Universität, die schon ein Generalstudium bot. Sie war gedacht für die Einwohner dieses Landes, aber auch für alle, die aus aller Herren Länder in diese Stadt strömen wollten. Auf dem Hradschin legte er den Grundstein für den Prager Dom, dessen Bau mehrere Jahrhunderte dauerte und dessen Planung er dem Schwaben Peter Parler übertrug. Auf der rechten Seite des Kirchenschiffs liegt die Wenzelskapelle mit dem Reliquienschrein des heiligen Wenzel. Auch hier hat sich der König abbilden lassen. An einem Seitenaltar die Grabplatte Parlers, der auf Karls Geheiß auch die Nürnberger Frauenkirche geplant hat. Auf dem Triforium über dem Altar versteckt in einer Seitennische ein lebensechtes Abbild des Herrschers, der die beiden Städte durch seine Straße verbunden hat. Karl starb am 29. November 1378. Er wurde in der Krypta des Domes beigesetzt. Seine Hoffnung, eine Landbrücke von Böhmen über Nürnberg nach Luxemburg, dem Stammland seiner Familie, schaffen zu können, hatte sich nicht erfüllt.
Doch seine Idee, ein offenes Land zu sein für alle, die aus aller Herren Länder in diese Stadt strömen wollten, ist heute wieder Wirklichkeit. Prag, ein Begegnungszentrum im Osten für Menschen aus Ost und West. Über den Marktplatz durch die Gassen der Altstadt fanden die Fuhrwerke schließlich ihr Ziel durch dieses Tor auf einen großen Innenhof, den Prager Umgeld. Umschlagplatz für Waren aller Art aus Ost und West, das Gegenstück zum Nürnberger Hauptmarkt. Heute seit Jahren eine einzige Baustelle, denn der Platz soll, so will es die tschechische Regierung, so schnell wie möglich wieder im alten Glanz erstrahlen. Zur gleichen Zeit versuchen ihre Vertreter im Neustädter Rathaus bei Musik und Champagner westliche Investoren für sich zu gewinnen. Ihr Geld und ihr Know-how seien notwendig, um der Tschechischen Republik die Voraussetzungen zu ermöglichen, bald ein gleichberechtigter Partner der westeuropäischen Länder und damit ein Mitglied der Europäischen Union zu werden, argumentiert Jan Havelka, Chef der staatlichen Investitionsfirma Czechinvest. Straßenverbindungen und Grenzübergänge, meint er, sind sehr wichtig für die Eingliederung der Tschechischen Republik in die Europäische Union. Eine Parallele zu den Zeiten Karls IV.? Natürlich, eine Parallele zu unserer ganzen Geschichte, die schon immer auf den Kontakten zu den anderen europäischen Ländern gegründet war. Wir sehen diese neuen Entwicklungen als logische Fortsetzung unserer geschichtlichen Kontakte mit Deutschland und mit Europa. Aus diesem Grund wird auf tschechischer Seite mit Hochdruck an der Autobahn gebaut, die Prag schon bald mit Nürnberg verbinden soll. Eine neue goldene Straße für unsere Zeit.